herzlich willkommen bei Kochlust. Heute habe ich übernommen, der Wichtel fahr in Hand und ich koche euch jetzt was Schönes. Juhu! nein, Leute, heute kocht nicht der Wichtel, aber es kocht ein anderer Wichtel. Komm mal her, Wichtel Nummer 2. Bitte schön, juhu! Hallöchen! Meine Freundin ist wieder mal soweit, sie kocht heute wieder mal was Schönes für euch. Und was kochst du uns? Einen Topfenauflauf, was Süßes. Etwas Süßes? Ja. Also du kochst mich. Ein ja, Topfen. Dann mal rein in den Ofen. Heute. Du hast hier ein schönes Papier. Ja, extra geschrieben, dass es nicht wieder heißt, ich kaufe so Süßes. Ja, sie hat sich wieder mal was gekauft, Leute. Sensationell ist das Teil da. Ja, für meine Kochbücher. Jetzt habe ich heute halt mal einen Zettel geschrieben. Und dann stellt man das hin. Ja, ist dann nicht schlecht. Ja, ich brauche sowas nicht. Ich stelle halt ein Foto von einer Freundin dahin. Ja, er stellt halt sein Telefon dahin. Okay, dann koch mal los, bitteschön. Ja, bitte. Ich lasse dich kochen, ich tue heute gar nichts. Schau mal zu. Du tust gar nichts. Du kannst die Eier trennen. Getrennt voneinander anwagen. Nein. Die Eier, okay. Also zuerst brauchen wir mal 4 Eier, die müssen wir trennen, ja. Ja, ich werde hier. Obwohl sie immer gerne zusammen sind, aber heute trennen wir sie mal. Gut, ja. Dass Valentinstag schon vorbei ist. Ja, hattet ihr auch schönen Valentinstag, Leute? Wir hatten einen super Valentinstag, oder? Ja. Ja, der war sensationell. Ich filme hier mal so von oben, jetzt immer so ein bisschen. Ich bin hier so der Eierfilmer. So. Soll ich das nicht trennen? Nein. Ich habe da einen super Trick, wie das geht. Ja, ja. Kennt ihr den Trick, Leute, mit der Cola-Flasche? Einfach nur das Ei aufschlagen und dann mit einer Plastikflasche zusammendrücken, drauffahren, loslassen und das tut dann... Ja, derweil habe ich schon 5 Eier getrennt. Ja, aber... Bis du eine Cola-Flasche findest, wenn wir nicht mal Cola hier haben. Ja, Cola trinke ich mir nicht, Leute. Das wäre schlimm für mich. Ich bin überhaupt kein Cola-Trinker. Ich pack das mal hier hin. Das ist mir jetzt zu lästig, immer zu heben. Leute, ich habe mir heute Vormittag eine super Suppe aufgestellt. Mmh. Die ist so lecker geworden. Ich werde mir hier noch schnell ein Schälchen gönnen. Am liebsten trinke ich Suppe. Finde ich immer am besten. So. So. Also das Ei klar. Es steht ja meistens in den Kochbüchern immer das alles zuerst und das dann schlagen und unterheben. Ja, ja. Aber ich mache es zuerst so, weil sonst muss man ja danach immer das wieder so sauber putzen, sonst wird der Eischnee nicht stark. Ja, also tust du erst den Eischnee schlagen? Ja, mit 2 Löffel Kristallzucker. Okay, ja, tust du die mal rein, hier. Dann Zucker hier. So. Rein. Und das bitte sehr steif schlagen steht. Okay. Sehr also, steif. Total steif schlagen. Als wir. So, jetzt ist eh da dieser Film da gerade im Kino. Da geht es ja auch ums Steife, oder? Jetzt bevor ich hier einschalte, sage ich nochmal: Hier kommt jetzt rein der Topfen. Ja. Topfen ins Eigelb? Magertopfen. Ja, okay. Topfen ist da, ich glaube in Deutschland heißt das Quark, ich glaube. Ah ja, oder Magerquark. Magerquark. Oder heißt es bei uns Quark und in Deutschland Topfen. Aber wir wissen trotzdem nicht. Ja. Einfach 2 Packungen. Du gibst mir dann eh den Zettel, dann schreibe ich dir das Rezept. Ja. Einfach da rein. Soll ich das für dich machen? Kann ich dir da ein bisschen helfen? Ja, wie du willst. Drück mal darüber mit deinem sexy Arsch. Sexy Arsch. So. Wenigstens ist jetzt der Arsch nicht mehr. Und das soll ich dir reinrühren, ja, oder? Ja, jetzt warte mal. Ich rühre schon mal, volle Nein, Panne. Jetzt kommt doch. Was kommt denn noch? Ich rühre einfach mal. Du kannst dabei dein Buch lesen. Dein einseitiges Buch. Ja, warte mal hier. So, siehst du diese Rührtechnik? Ne? Sensationell. Pass auf, dass dein Finger nicht reinkommt. Sonst mixe ich den noch weg. Ja. Von der Farbe sieht das schon mal super aus. Habe ich hier wieder abgeschalten. Schaut mal rein. So. Dann kommt
Vanillezucker, ja? Halbes ja. Bäckchen. Halbes? Okay. Ja. Was machst du heute überhaupt? Topfnauflauf, hast du gesagt. Ja. Sollte ich da schon einen Ofen vorhalten? Ja, genau, das wäre ja ganz toll. Wenn du auf mich 190 nicht Grad, bitte. 190, Ober- und Unterhitze? Wahrscheinlich, ja. Okay. Ist gecheckt. So. Ein halbes Bäckchen Vanillezucker. Was du meinst mit dem Reis? Ja, das brauche ich für die Soße. Okay. Dann, Leute, kommt ein Esslöffel Rum rein. Da ich aber keinen Rum mag, oder... Aber ich mag Rum. Ach, du darfst nee. Ja nicht. Okay, dann nehmen wir halt dieses Aroma. Das Aroma nur, ja. Aber normal nehmt richtigen Rum, Leute. Ist viel ja. besser. Wie geht denn das am besten raus? Einfach so raustropfen, wie so ein paar K.O.-Tropfen. Da fallen nur nicht rum. So. Boah, da riecht es ja voll nach Rum. Also, boah, da hast du ganz schön viel Rum reingetan. Normal kommt jetzt hier noch 50 Gramm Speisemehl rein. Halt Stärkemehl. Ja. Aber ich habe leider keinen Style, ich probiere es heute mal ohne. Ja, ich dachte schon, sie goscht mich jetzt zusammen, weil ich habe es ihr vergessen zu besorgen. Aber das, da bin ich jetzt nochmal heil davon gekommen. Und aber weißt du was, du kannst, ich nehme immer, wenn ich kein Stärkemehl, weil wir haben das nicht, eine Kartoffel reinreiben, ein bisschen. Nein, wir probieren es heute mal ohne. Vielleicht ja, sonst tust du einfach ein bisschen Mehl rein, ist da komplett das gleiche, alles blunt. Ja, aber Mehl muss man ja immer mit ein bisschen Wasser verrühren. Okay, das lassen wir weg, ja. Das passt schon. So. Auf jeden Fall, wenn ihr zu Hause habt, die Zitrone? Rein. Soll ich die hier hacken? Ja, da brauche ich jetzt Zitronenschale. Nur die Schale. Da gibt es ja immer dies, was wir so gerne haben. Ja, aber wir haben ja hier eine frische Zitrone. Eben, dann nehmen wir mal die, dass sie nicht immer wieder schimmelt. Ach so, du musst die jetzt nicht auspressen. Nein. Ich habe die jetzt extra gerollt. Na, ja. Okay. Dann aber für die Soße brauche ich die. Ah ja, passt schon. Okay. Ja. Ich mische hier inzwischen wieder ein bisschen. Hier bitte dann noch Zitronen. Und jetzt schlage ich das Moment, mal ich habe doch einen Zitronenabschalrieber gekauft. Wo denn? Ja, den habe ich hier irgendwo. Weißt du, ich habe auch mal was Gutes gekauft. Nicht immer nur die Wurst. Das ist nicht für Zitronenschale, das ist für die Muskatnuss. Ja, das ist ja wie eine Muskatnuss. Nein, das geht größer und gelb. Das geht nicht gut. Schau, wie das geht. Das geht perfekt. Ja, aber da geht nichts rein, glaub mir. Da, ich mach das immer mit dem. Ja, und jetzt zeig mir deine Hand, mein lieber Freund. Hier ist meine Hand. Na du. Siehst du, hier biegt alles drin. Nein, das tut man dann mit so einem Löffel. Schau, wenn man das nimmt. Ja, nur geh Vergleich. Ab. Nein, geh ab damit. Nein, als Vergleich. Wir haben eine Kamera. Als Vergleich. Jetzt ich erstmal. Nein, ich erstmal. Hier reibe ich jetzt die Zitrone, Leute. So. Ja, jetzt dreh mal um hier. Das so, ja, und jetzt hol mir mal einen kleinen Löffel. Nein, jetzt warte mal. Nein, jetzt bin ich am Apparat. Kleinen Löffel. Seht mal, kaum geheiratet, schon zickt sie rum. Das ist Wahnsinn. So. Und jetzt hat man den ganzen Schatz. Nein, total hier. Fein. Also feiner geht's nicht. Und das tue ich jetzt hier rein. Und hier sieht man, wie es rein fließt. Siehst du? Ja, solche groben Stücke. Die hat man dann immer zwischen den Zähnen. Fürchterlich, Leute. Ich presse dir gleich die Zitrone ins Auge. Nehmt die, Leute. Auf alle Fälle. Nehmt die. Ist viel besser. Auf jeden Fall wird es jetzt ein bisschen laut, weil ihr das... Eiweiß mit dem Zucker. Ja, aber da kann ich ja dann im Video so Musik rein. Und das spulen wir ein bisschen vor. So Leute, Lärm ist vorbei. Die Freundin hat hier noch, hat sie euch vergessen zu sagen, der Lärm ist doch noch nicht vorbei. Ja. Hat hier noch zwei Esslöffel Staubzucker reingetan. Hier rein. Ich habe dich schon runtergerührt. Ja. Also, wenn man jetzt, wer hat besser gerührt, die Maschine oder ich? Glaube, ich hätte ich gewonnen. Wunderbar gerührt. Hier ist das Ding und hier ist der Unterheben. Weißt du, Schatz, hier ist jetzt eine Kamera. Du warst ja noch nie da, seit ich die gefilmt habe. Und, was heißt das? Dass ich nie da oben bin. Sieht aus wie ein Schneeball. Nein, bei einem Video meine ich. Immer hier mal kurz so herheben. So. Und das jetzt da, hier. Extra steif. So, das ist doch mega steif. So. Hier, das wahrscheinlich nur unterheben, ja, oder? Ja, schön unterheben, ja. Okay. Und dann müsst ihr noch so eine feuerfeste Form. Feuer? Wird die angezogen? Ja, nein, aber... Also einfach backofenfest, fest, oder? Ja. Und die wird eingebuttert. Am besten noch ein bisschen eine kleinere,
Umso größer die Form ist, umso länger brauchst du im Ofen. Wenn die kleiner ist, dann ungefähr 15 Minuten und bei so einer großen 20 bis 25 Minuten. Okay, da verspreche ich dir jetzt. Bei einer kleinen Form dauert es länger, bei einer großen kürzer. Weißt du warum? Weil bei der großen ist das dünner und bei der kleinen ist das dicker. Ja, aber das steht in meinem Schlaubi-Buch drin. Ja, aber das hat dann wahrscheinlich eine Frau geschrieben, weißt du? Der männliche Hausverstand sagt, dass die große Form kürzer ist. Werd nur frech. Weil die Masse ist ja immer gleich viel, oder? Nein. Ja, du willst es nur nicht wahrhaben, dass ich der Schlauere von uns zwei bin. Oder? So. Schau, die halbe Zitronenschale picht da drin, sieht man das eigentlich? Ja, da kann man dann später, da tue ich mir immer ein bisschen in ein Glas und Mineral rüber, dann habe ich Mineralzitrone. Ja, jetzt machen wir weiter. Ja, das muss man vorsichtig. Ist überhaupt unser Backofen schon fertig? Nein. Vorsichtig vorheizen, nicht vorsichtig vorheizen, unterrühren. Unterheben. Sonst, ja, sonst geht doch dieser ganze, sonst hast du das umsonst geschäumt. So. Ich habe sie nicht geschäumt, die Maschine. Ja, okay, ich weiß schon. So, ich tue das jetzt auch nicht ganz vermischen, so haben wir da noch ein paar solche weiße Flöckli drunter. Das kommt ziemlich gut. So, bitteschön, das habe ich jetzt sehr gerne getan für dich. Ja. Kannst du das dann hier lassen oder rein? Ja, bitte kannst du. Ja, du hast das ja nicht schön untergegeben. Ja, das passt, glaube ich, schon so. Es soll ja noch so ein bisschen so schwimmen, weißt du? Ja. Das ist perfekt, glaube mir. Ich habe zwar schon lange nicht mehr gemacht, aber ich habe früher auch ein paar Mal Topfendinger gemacht. So. Also die gebutterte Form, ja, nicht vergessen. Deine grünen Bänder, die gefallen mir heute. Hat sie einen neuen Pullover gekauft, die Freundin. Sehr schön. Soll ich meine Brillen mal aufsetzen? Wirklich schön. Sollen mal die Leute entscheiden, das was ist ich kaufen soll? Die Freundin braucht eine neue Brille. Weil ich ja nichts mehr sehe. Ja. Du bist so von mir geblendet. Und jetzt sie kann sich zwischen zwei Brillen nicht entscheiden. Die hat sie jetzt im Geschäft mitbekommen, mal zum Probieren ein paar Tage. Und setz die, hol ihn mal auf, sollen die Leute mal. Oh, oh je. Ja, aber du brauchst wirklich eine Brille. Schau mal an. Das ist ja Wahnsinn. Ja, mag mir das mal schön hier. Ja, du hast die Haare, oder? So, also. Das ist Wahnsinn. Erst musst du da rumkrutschen und ich soll es dann wieder richten. Ja, für was habe ich dich denn? Ja, jetzt komm ich und putz das schon weg. Okay, so, weißt du, einfach hier so schön reinrichten. Und weißt du, was ein guter Schmäh ist? Wenn man es dann glatt haben, wenn man das einfach nimmt und dann so klopft. Aber auch nicht zu wild, weil wir wollen ja nicht, dass sich das etwas zu kompakt wird. So, das habe ich. Jetzt, wo die Freundin weg ist, kann ich euch mal zeigen, was ich gekauft habe. Ich habe auch mal ein Gerät gekauft. Was hast du schon wieder? Den Nicer Dicer. Leute, ich bin fasziniert von diesem Teil. Da mache ich Wurstsalat für 5 Personen in einer Minute. Tschack, tschack. Okay, einer Minute ist übertrieben, aber ich mache davon mal ein Testvideo, Leute. Schnell weg. So, Brille Nummer 1. Sieht man das? Sieht man das so? Warte. Ich filme das auch nochmal hier so. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weitwinkel, du bist vielleicht ein bisschen perspektivisch. So, und jetzt die andere Brille. So, okay Leute, und schreibt mal in den Kommentaren runter, für welche sie sich entscheiden sollen, die eckige oder die abgerundete. Wir sind uns nicht, sie gefallen uns beide. So. Ich habe heute übrigens auch eine Brille, Leute, weil mir die Augen ein bisschen wehtun, normal habe ich ja Linsen. Aber ich mag lieber die Linsen. So. Wenn dann der Backofen vorgeheizt ist, was noch nicht passiert ist. Warte, ich schau mal. Doch, kann man schon gelten lassen. Ja, 10 Grad. Und das jetzt in den Ofen reinschieben. Ja. In die mittlere Stufe. Ja. Okay. Das schieben wir rein. Okay. Für wie viel Zeit? Ja, tun wir mal 15 Minuten. Und dann sehen wir ja, wenn es dann schon so goldgelb ist. Und also zwischen 15 und 20 Minuten, oder? Ja. Du mal 15 Minuten. 15 und 25 Minuten. Achso, dann würde ich 20 Minuten nehmen. Ja, mal schauen. Wir schauen mal rein, ist immer besser. Wir schauen mal rein, denn jetzt gibt es Soße. Senf und Soße. Hier zeige ich euch.
Das sollten alles Himbeeren sein. Das habe wieder ich verkackt, Leute. Nein, sollte das 500 muss Gramm nicht alles Himbeeren. Himbeeren sein. Ja, ah, jetzt auf einmal. Ich habe heute gesagt, ich habe es mit Erdbeeren ein bisschen ja, auf. Ja, es steht ja Früchte dann, der Saison ja. Und jetzt haben wir keine Früchte-Saison. Ja, oder haben wir draußen im Schnee Himbeeren? Nein, das sind gefrorene Himbeeren. Ich bin im Winter immer die gefrorenen, sind die besseren, weil ja. Die sind auf jeden Fall jetzt. Einen halben Kilogramm. Ja. Wenn ich das so sehe, denke ich mir, du wirst einen Stabmixer brauchen. Ja, und sowas. Und sowas. So. Bitteschön. Jetzt wird das eine Sauerei hier werden. So. Lass mich mal rein hier. Du hast nur wieder mein ganzes Zeug. Was suchst du denn schon wieder? Ja. Für was brauchst du das? Du kannst da so direkt da rein. Nein. Natürlich, das ist kein das Problem. Das spritzt dann überall rum. Ich mach das ohne das. Mit weißem T-Shirt. Kein Problem, das spritzt nicht. Ja, ja. Film nur ein bisschen, ich mix dir das. Jetzt pürieren wir das Ganze, Leute. Muss ich da nur du musst das nicht heben, als ob es dich beißt. Einfach nur so gerade heben, bitte. Und so passt das schon. Und siehst du, du brauchst da nicht so weit weg. Ja, wenn das spritzt nicht. Du hast ja auch mal. Da. Okay, es spritzt ein bisschen. Ja, eben. Also nein, weißt du was? Ich habe was. Moment. Hier. Das ist das Original für das. Aber es funktioniert. Schau. Ja, ja, ich so. Mir fällt gleich der Arm ab. Die Arme ist zu schwer. Die hat mich jetzt eh jemand mal vor kurzem gefragt, was war das? 43 Gramm, glaube ich. Und das ist zu schwer. So. Ja, dann schick mir mal das rein. So musst du es da reinschütten. Ja, weil mir das Gefäß gefällt, verdammt. Nein, wir müssen ein bisschen Abwasch sparen. Ja, wir waschen ab. So. Hast du das? Das ist perfekt. Weil ich muss das noch durch ein Sieb lassen. So. Aber ich mag es aber, wenn ein bisschen Körner. Ja, aber ich will den Leuten nur mal zeigen. Ja, du kannst dir einfach sagen, durch Sieb lassen. Nein, die sollen mal sehen, wie viel da so Kerne hinten bleiben. Oh, ja, ich mag es, wenn noch so ein Stück ist. Leute, ich frage, hast du das gut püriert? Ja. Hier, nur eine ganze Erdbeere drin. Ja, das habe ich für das mich. Ist, weil er nicht. Nein, ich mag das halt gerne. Weil er nicht dieses Gefäß genommen hat. Ich bin doch keine 90 Jahre, dass ich da so schlürfen muss. Ich mache ein bisschen Biss. Kommt ein bisschen Vanillezucker rein. Jawohl. Das andere halbe Bäckchen. Vanillezucker rein. So. Wir haben eigentlich dann, selber. Ja, okay, nehmen wir den. Dann noch Staubzucker. Ja. Soll ich dir nach Gefühl rein tun? Sag mir die Gramm, ich tue sie dir rein. Ja, 100 kommt rein, aber das ist für mich zu viel. Ich nehme immer ein bisschen weniger. Wenn du 100 Gramm suchst, dann tu mal jetzt 50 Gramm. Ja, nur ein bisschen. So. Das sind 50 Gramm. Ich bin eine menschliche Waage. Und dann kommt noch... Eingeschmolzener Zitronen. Ah, jetzt meinen Trick nachmachen. Ein bisschen so tun, Leute, dann kommt der Saft besser raus. So muss man nicht tun! Doch, so muss man tun, dass da nass ist. Da kommt dann was ganz anderes raus. Na... Beim Zitrone reinpressen, Leute, hebt immer die Hand vor, dann habt ihr keine Kerne das drin. Das macht euch jetzt der Meister vor. Was brauche ich das jetzt? Ja, zum die Zitrone reinpressen, sonst habe ich wieder die Zitronenkerne rein. Dann habe ich ja gerade gesagt, die Hand vorheben und die Kerne gehen dann so durch die Finger. Natürlich müsst ihr die Hände waschen und saubere Finger. So. Natürlich, wenn ihr für andere kocht, nehmt ihr ein Sieb, aber wir kochen ja für uns. So. Immer ein bisschen Geschirr sparen. Du musst das dann nochmal pürieren, bitte. Nein, nein, das muss man nicht pürieren. Ja. Das passt, glaube mir. Ich koche mit dir nicht mehr. Ab ja, heute. Nein, du brauchst ja nur, wenn es einer ganz fein will, ohne Kerne, einfach durch das Sieb lassen. Ja, aber ich will das mal zeigen. Okay, dann tu mal die Hälfte so, die Hälfte so. Das letzte Mal habe ich von einem halben Kilo Himbeeren ein ganzes solches Glas
Kerne raus. Kerne, wo die ganzen Vitamine, Nährstoffe sind. Ja, aber manche Leute haben das dann immer. Das ist Wahnsinn. Das ist wie du kaufst ein Auto und gehst mal rein und schmeißt das Lenkrad raus und das Gaspedal und den Teppich. Das will ich nicht. Ich Nein, möchte alles haben. Aber manche haben dann immer diese Hilferkerne in den Zähnen kleben. Ja, okay, das zeigen wir. Ja? So. In den Zähnen kleben. In den Zähnen kleben. In den Zähnen kleben die Zitronenschalen von dir. So, wo ist denn jetzt dieses Metall? Wir gehen ein bisschen. Ja, jetzt siehst du. Ich habe ja gesagt, ich brauche das noch. Jetzt lass mich das vorführen. Ja, ja, okay. Du musst ein bisschen da, dann sieht man das. Toll. Die Soße kann man übrigens auch für Grießnockeln oder halt, wie heißt die? Grießnockelsuppe. Nein, wie heißen die? Topfennocken. Die Soße kann man für mehrere sagen. Für Eis, alles. Das sind einfach nur Himbeeren. Ein bisschen gesüßt. Das ist jetzt, also das ist jetzt keine Spezialerfindung. Doch, meine. Eben, und jetzt tust du das Ganze. Ich glaube, in den Kernen ist das Vitamin C, Leute. Ich glaube, dass der heute allein schläft. Du presst dir den ganzen Zucker durch und lässt die Vitamine hinten. Nein. So, ich koste überhaupt mal die Soße jetzt mit Kern. Wie das so schmeckt. Wahrscheinlich ein bisschen kalt. Du kannst ja. Perfekt, perfekt. Diese Zuckermenge habe ich perfekt reingeschüttet. Genau richtig. Wenn ihr frische Himbeeren braucht, braucht das manchmal gar nicht. Wenn manche Marmelade machen, dann machen sie es auch fein bis. Ja, ein paar schon, ja, ein paar schon, ein paar nicht. Ich sage ja nur, deswegen will ich sie ja nur anschauen. Es gibt ja auch Orangensaft mit Fruchtfleisch, den ich gerne habe, deins ohne. Das ist deine Geschmackssache. Aber jetzt sieht man ja schon fast, wie viel bei dieser kleinen Menge an diesen kleinen Kernen, die da immer in den Zähnen kleben. Nein, nicht. Ich habe eine Anti-Haft-Geschichte. Ja. Na, ist okay. Also, dann kann man so oder so machen, was ja, euch lieber man ist. Sieht es hier halt. Das sind dann sehr und danach dünnig. Ist hier so schöne Soße. Sehr ja, also das ist wirklich. Schau, das ist. Nochmal, ich sage immer Geschirr sparen. Ja, ich muss ja immer ich alles aufputzen. Ja, okay. Das ist wie so ein Smoothie. So ein Dracula-Schnaps. Ja, man kann auch, wenn man so. So ein Blutschnaps. Oh. Wenn man zu viel von. Wenn man noch von der Soße Ach, übrig hat. Nein. Was habe ich dir jetzt. Du hast ja lieber Kerne. Warte mal. Nimm mal lieber sowas. So ein Löffel Kerne. Nein. Ich sag. Die tust du nicht wegschmeißen, die esse ich. Nein, ich schmeiße nicht weg. Aber wenn man zu viel Soße übrig hat, dann tue ich sie oft noch so in ein bisschen Milch rein und mix die auf im Mixer, dann hat man... Die Freundin hat gerade einen Himbeershake erfunden. Das gibt es. Echt eine tolle Erfindung. Ach, lass mich in Ruhe. Die Freundin mixt heute einen Himbeer mit Milch, das ist Wahnsinn. Na, passt gut. Nein, eben. Lass mich in Ruhe. Einfach das mit ein bisschen Milch, super lecker. So, und jetzt warten wir noch 7 Minuten, mindestens, vielleicht auch 12 Minuten, wenn es länger dauert. Und dann ist unser Topfenstrudel fertig, Leute, und dann sehen wir uns wieder. Bis dahin werden wir zwei noch ein Tänzchen machen. Nein. Okay, ein paar Küsse hin. Und da. Okay, bis später, Leute. Ciao, tschüss. Rein. Okay, Leute, es ist soweit. Wir holen ihn raus. Wen? Den Klaus. Ah. Ah, Action. Achtung, steig nicht auf die Maus hinter dir. Ah, schaut euch an, Leute. Wunderschön. Schön aufgegangen auch übrigens. Also man braucht diese... So 20 Minuten war der jetzt bei uns drin circa, ja? Ja. 18, 19 Minuten. Hat eine schöne Farbe. Man sieht, dass unser Ofen ist nicht so perfekt. Der hat ein bisschen eine blöde Hitzeverteilung, aber wir haben auch nur ganz billig. So, dafür haben wir eine super Herdplatte und das ist zu empfehlen. So. Dann schütten wir mal raus. Jetzt wird es machen. Ja. So, da ist der aber richtig locker, locker, gell? Mhm. So. Ich heb dir den Teller hin, gell? Ich bin da immer ein bisschen hilfsbereit. Bisschen botschit. So, schaut schön aus.
Möchten wir auch ein Stückchen rausholen? Ja, tust du mir das raus? Jetzt habe ich schon ein bisschen. Tust du mir auch ein schönes Stückchen raus, bitte? Ja. Sonst gibst du mir halt das. Das ist bei Topfen ein bisschen schwerer. Jetzt tue ich mir meine schöne kernige Himbeersoße drauf. Mit diesem Erdbeerstückchen, was ich extra zu Fleiße habe. Ja, ja, zu Fleiße. Das hier noch, so. Da kann man noch hier so ein Muster reinmachen. Was denn? Ist doch wunderschön. Was ist noch? Ja, das ist die Maus. Keine rechte Maus, die Duftballonmaus. Einmal hier. Sieht, es ist wunderschön. Was piepst jetzt? Mein Herd. So, machen wir nochmal so hier. Oh, ich fotografiere mich, das möchte ich nicht. Einmal hier. Einmal hier. Und einmal doppelt. Und wer möchte gerne einmal bitte noch ein so bisschen ein, mit Staub. Ja. Einmal jetzt das hebst du so. Mache ich so ein Foto von dir. Und jetzt musst du sagen, juhu! Juhu! Mit den Finger zeigen. Welchen? Den? Nicht den, du Grobi. So, und jetzt wird gekostet. Juhu, Leute. Ja, wir haben kein Besteck. Ja, ich brauche ein Besteck, bitte. So. Bitteschön. Dankeschön. Ich filme das jetzt mal mit der Kamera, so deinen ersten Eindruck. Mir ist es eh noch zu heiß. Ja, aber mit den kalten Söschen hier. Super. Super! Sag's nicht mir, sag's den Leuten da drin. Lecker. Jetzt wird man schon denken, wie kommen denn da Leute rein? So, und jetzt ich mal kosten. Ist das sehr heiß? Ja. Okay, viel Soße drüber. Mmh. War ich das locker, ha? Mhm. So richtig luftig. Ich glaube, mit dem nimmt man ab. Das ist nicht, aber. Das ist so locker leicht. Da kann man ja davon schweben, wie so ein Heliumluftballon. Ein Heliumluftballon. Ich glaube nicht, dass man damit abnimmt. Aber es ist lecker. Das ist wirklich super. Hast du super gemacht, Schatz. Und es geht schnell. Es geht super schnell. Super Hilfe, muss ich dazu sagen, gell? Ja, ja, der Oberrührer. Das ist echt super lecker. Da wird sich unser Kleiner freuen. Also für Kinder ist das sicher sehr genial, muss ich euch sagen. Und auch gesund, weil man da schön tolles Obst dazu geben kann. Ja. Und Äpfeln, Himbeeren, dann kann man auch alles, was man mag. Anderes, wenn man gerade Äpfel rumliegen hat, Birnen. So essen die Kinder gutes Obst. Auch sonst ist Topfen ist sehr gesund, gutes Eiweiß drin, Vanille. Halt Eiweiß, Proteine. Finde ich ein super Gericht. Wirklich. Von den Zutaten her super. Von Geschmack und allem. Und es geht super schnell. Geht super schnell. Was will man mehr, Leute? Okay, macht das nach, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, ciao. Das waren euer Michi und die Rebecca von Kochlust. Tschüss.